Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück in unserem Mountainpark. Und ihr seht hier schon unsere beiden neuen Bewohner und ihr habt wieder richtig, richtig viele Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben. Der Agrokanto scheint sehr beliebt bei euch zu sein, aber kann ich auch verstehen, der sieht schon cool aus, ne? Also die beiden, richtig geile Skins, richtig cooler Dinosaurier, bisschen bis auf den Hängebauch da unten. Also ich finde, den hätten die ein bisschen weniger machen können, dazwischen den Beinen, wisst ihr, was ich meine? Aber ansonsten ist der echt sehr, sehr cool. Aber die Namen machen wir am Ende der Folge. Also die machen wir jetzt noch nicht. Ich spanne euch da noch ein wenig auf die Folter. Wir machen uns jetzt erstmal wieder an den Bau unseres Parks so ein bisschen. Erstmal müssen wir diesen Bereich hier nochmal etwas verbessern. Zum Beispiel das hier gefällt mir nicht so. Hier hinten ist noch ein bisschen leer und sowas. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den Berg noch bergiger aussehen lassen. Weil diese Bergoptik, die fehlt mir hinten noch. Wir brauchen noch eine Bergspitze. Wir müssen mal gucken, wie wir das hier hinten handhaben. All das werden wir in dieser Folge machen. So, wir widmen uns erstmal diesem Bereich hier. Viel Platz ist hier nicht, also wir müssen uns, wenn dann, irgendwie was Cooles überlegen. Eine Möglichkeit wäre, so einen Schutzraum hier hinzumachen. Ich glaube, dafür reicht aber der Platz nicht aus, weil das hier, hier ist halt so eine Schräge und absenken würde halt hier oben wieder den Platz schmälern. Und deswegen machen wir wahrscheinlich hier einfach den Weg so ein bisschen schöner geschwungen hier hinten und vielleicht noch eine Mauer oder irgendwas hinter. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ihr seht ja, wir müssen jetzt erstmal hier komplett abreißen, weil die Einrastpunkte und der Weg einfach hier doof gesetzt ist. Ja, die Frage ist, was sieht da am schönsten aus? Also an sich, geschwungen sollte man schon machen, weil ihr seht ja, hier ist eigentlich alles abgerundet von diesem beigen Weg. Aber die Schwingung, so wie sie vorher war, sah halt echt nicht gut aus. Muss man leider sagen. Was ist denn, wenn wir... Ich mache hier nochmal ein Stück weiter. Wenn wir die Schwingung mal in die andere Richtung machen. Das würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Das sieht ganz komisch aus. Okay, das lassen wir. Das passt hier aber auch noch nicht von der Länge her. Das muss sogar noch ein Stück länger. Wenn wir das gerade haben wollen. Wie ist denn das, wenn ich es gerade mache? Das sieht eigentlich schon besser aus, ne? Wenn ich es hier gerade mache. Kann ich hier noch vielleicht ein bisschen Gras oder so hinmachen? Ist vermutlich die einfachste Lösung. Mach mal ganz kurz hier die Fläche, fülle ich mal aus. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also gerade gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser. Schutzraum wäre natürlich hier auch angebracht, aber ich glaube halt, das würde vom Platz her nicht gut hinkommen. Also so gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Ganz perfekt ist es auch nicht. Aber wenn wir jetzt hier noch einen Zaun hinmachen, das macht auch nicht viel Sinn. Weil ich meine, hier geht es nicht bergab. Hier ist eigentlich nichts. Können wir nochmal überglätten. Ich sehe gerade, dass das ein bisschen... Sieht zumindest hier der Übergang nicht so geschmeidig aus. Könnte besser sein. So, das sollte passen. Wir schauen mal mit dem Schutzraum, wie groß der ist. Ja, ich glaube, da müssten wir schon das Ding da hinten noch absenken. Abflachen nicht möglich, ihr seht schon, da, weil das da halt so hoch geht. Ja, aber das passt, denke ich. Hier hinten können wir eigentlich auch nicht viel hinbauen, ne? Hinten können wir eigentlich nur so ein bisschen Gras machen. Und dann hat sich die Kiste eigentlich schon. Aber eigentlich finde ich unseren Bereich hier von dem Agro-Gehege auch schon echt schön, muss ich sagen. Also, sieht doch schon ganz nice aus, ne? Ich glaube, den lassen wir so. Das passt. Wenn wir später noch was ändern wollen, können wir das immer noch. Aber der Park sieht schon echt cool aus, ne? Aber wir haben schon... Ja, mehr als die Hälfte verbaut, glaube ich. Also wir haben hier ja wirklich nicht viele Flächen. Und ich möchte ja noch unbedingt hier einen Berg draus machen, weil... Na, es sieht schon bergig aus, aber es sieht nicht aus wie ein großer Berg. Aber das ist, glaube ich, auch nicht gut machbar. Zumindest nicht, wenn man den Platz gut nutzen möchte. So, versuchen wir mal die bergige Optik so ein bisschen zu retten oder herzustellen. Die Frage ist, wie machen wir das? Wie handhaben wir das? Also wir reißen erstmal hier die Strecke ab. Weil den Bereich hier oben wollen wir jetzt nämlich gleich verändern. Und das geht am besten, indem wir... Also wir müssen halt entweder diesen Bereich zu einer Bergspitze sozusagen machen. Oder diesen Bereich. Also einer von den beiden Bereichen muss geopfert werden. Damit das Ganze hier bergiger aussieht. Damit das alles hier so wie hier aussieht. Das wäre schon nice. Ich stelle mir das halt gerade so in meinem Kopf so ein bisschen vor. Dass wir eine Bergspitze haben. Und auf dieser Bergspitze ist dann einfach ein Gehege, weil viel mehr kann man da ja auch nicht bauen. Ob das am Ende gut aussieht, das weiß ich noch nicht.
Können ja mal kurz hier anheben, weil das würde vom Platz her, glaube ich, besser passen. Auch wenn die andere, also diese Stelle hier wahrscheinlich optisch besser aussehen würde. Aber hier geht nicht so viel Platz flöten. Dem Ding, weil hier ist mehr Platz. Und wir müssen immer noch ein Hotel bauen, Leute, ne? Also, weiß nicht, ob wir überhaupt noch hier groß viele Dinosaurier in unseren Park hinkriegen. Das wird zumindest schwierig, wenn wir hier eine Bergoptik schaffen wollen. Ja, aber das macht schon viel aus, ne, wenn man das abrundet. Wird gern noch höher gehen. Na, sieht auf jeden Fall schon bergiger aus. Das ist aber halt echt blöd, ne? Was willst du hier oben hin machen? Man kann hier ein Gehege hinmachen, aber wie willst du das Gehege, also eine Beobachtungsgalerie für dieses Gehege bauen? Die wird halt niedriger sein und dadurch ist es halt total doof. Ja, das ist echt schwierig hier. Also super, super schwierig. Wir könnten auch erstmal diesen Weg ein bisschen verändern. Vielleicht können wir das doch auf dieser Seite machen, weil die ist ein bisschen höher. Ich führe mal den Weg. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr in die Schmale gehen lassen. Oder bleiben wir bei der Dreierbreite? Wir könnten den halt nach und nach so ein bisschen schmaler werden lassen. Wäre vielleicht nicht verkehrt, weil dann haben wir nicht so viel Platzverlust. Ich würde den auf jeden Fall gerne hier am Rand entlang führen. Wir können jetzt hier eigentlich schon auf die Zweierbreite gehen, ne? Ja, das passt. Der Übergang ins Schmalere ist jetzt nicht zu krass. Na komm, lass mich das Stück hier zubauen. Dann hier hinten am Rand entlang. Wir müssen jetzt immer zurückbauen, damit das mit den Einrastpunkten passt. Ich versuche das mal so durchzuziehen. Gespannt, wie das am Ende aussieht. Weil eventuell können wir dann hier die Bergoptik davor sozusagen machen. Hier ist es aber auch noch ein bisschen uneben, muss ich sagen. War zumindest aufgefallen. Jo, wollte ich doch sagen. Also hier war es halt echt noch ein bisschen uneben. Aber ist auch nicht verkehrt, wenn hier mal am Rand so ein bisschen mehr Platz ist, sage ich mal. Blenden wir das Ganze mal über. Ja, hier wird es natürlich jetzt kritisch. In der Kurve zumindest. Machen wir mal so. Und so. Und da könnten wir dann gleich den Turm ran platzieren. Ich mache erstmal den Turm, bevor ich hier Flächen ausfülle. Nicht, dass das gleich wieder nicht passt. So, jetzt versuchen wir den mal relativ gerade an diesen Weg zu klatschen. So. Und wenn man jetzt hier anheben würde, dann Gehege daraus baut, das könnte funktionieren. Dann hätten wir auf jeden Fall ein Berggehege. Und vielleicht macht das auch, schafft das ein bisschen mehr von dieser Bergoptik. Wir müssen halt wieder nur aufpassen, dass wir hier nicht anheben. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie einen Trick oder sowas gibt, dass man hier irgendwie was an Rand baut. Weil so einen Weg kann man halt ohne Probleme anheben. Zaun leider auch, sonst würde ich da einen Zaun hinbauen. So Tore kann man nicht anheben, ne? Also eventuell können wir uns mal so ein paar Tore hier. Könnte funktionieren. Wie hier so am Rand. Die werde ich später wieder entfernen. Das ist halt wirklich gerade nur ein Mittel. Damit wir uns das hier hinten nicht kaputt machen und dann wieder stundenlang mit Absenken beschäftigt sind. Weil eigentlich müsste jetzt, seht ihr, bei den Toren kann man zumindest nicht anheben. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dadurch machen wir das, uns das halt nicht kaputt. Aber guck mal, selbst der Turm, der wird halt hinten und vorne nicht ausreichen, wenn ich hier einen Berg draus mache. Ich habe aber noch eine andere Idee. Ich habe eine sehr gute Idee, Leute. Warum einen Turm? Wir können das ganz anders regeln. Wir können einfach eine Gyrosphärenfahrt machen. Schön durch das Berggehege. Das ist, glaube ich, die beste Idee, die ich je hatte. Ne, ich denke mal, das ist die beste Lösung. Weil dann kann man wenigstens auch was sehen. Platzieren das Ding jetzt erstmal. Muss einigermaßen gerade, einigermaßen mittig. Hier so hin. Und dann heben wir das Ganze hier mal so ein bisschen an, ohne uns den Weg hoffentlich kaputt zu machen. Ich könnte auch ein größeres Gehege auf dem Berg machen, ne? Ein so ein großes Pflanzenfressergehege. Dann müssten wir hier unser Hotel unterbringen. Und dann war es das schon mit dem Park.
Cool wär's ja, ne? Dann haben wir wenigstens einen großen Berg dann noch geschaffen am Ende. Es sieht auf jeden Fall jetzt schon um einiges bergiger aus, dadurch, dass ich das hier halt alles anhebe und erhöhe noch. Muss halt auch überlegen, dass noch irgendwo hier Wasser untergebracht werden muss, wenn wir hier ein Gehege draus machen. Und dass wir hier überall Zaun noch abstecken müssen, ne? Ist halt auch nicht so cool. Wobei wir diesen Zaun hier zum Beispiel schon mal nutzen könnten. Hier unten der Zaun, der da lang geht. Den könnte man schon mal nutzen. Dann müsste man hier noch einen Zaun entlang führen. Also hier hinter so eigentlich. Und dann könnte man hier ein riesiges Gehege draus machen. So, der Regen hat aufgehört. Und ich würde fast sagen, dass wir das Gehege danach gestalten, wie die Gyrus-Fernfahrt ist. Also die fängt ja hier an. In welche Richtung geht denn die immer raus? Ich glaube nach rechts, ne? Ich glaube hierhin geht die raus. Bin mir aber gerade nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Das müssen wir mal einmal am besten testen. Ich glaube mal meine Testfahrt ist gerade nicht am Start, ne? Aber wir können es ja sogar so testen, wenn wir hier selber fahren. Okay, wir kommen auf dieser Seite raus. Also alles cool. Dann hatte ich auf jeden Fall recht. Das passt soweit. Und dann, genau, dann fährt man hier erstmal so ein bisschen am Zaun entlang, würde ich fast sagen. Das Schöne ist ja, man kann auf jeden Fall diese Gyrus-Fernstrecken auch auf Bergen und bergigen Untergrund bauen. Das ist schon mal sehr gut. Genau, dann fährt man erstmal hier so ein bisschen entlang. Dann hier irgendwie um die Kurve. Wir könnten ja sogar dann das Stück hier erstmal noch so ein bisschen anpassen und glätten. Muss ja nicht direkt steil werden. Also wir können natürlich hier am Rand schon wieder ein bisschen hochgehen. Und dann kommt hier zum Beispiel die erste Erhöhung. Da wo es jetzt auch hochgeht. Na, ist vielleicht schon fast zu steil hier. Gehen wir noch ein bisschen runter. Wir wollen das Ganze ja auch nicht zu krass hier haben. Weil die Fahrt, die soll am Ende auch schön aussehen. Das ist mir wieder wichtig. Hier an der linken Seite noch ein bisschen runtergehen, damit das nicht so schräg wird. Hier dann so ein bisschen höherer Berg. Das wäre schon mal auf jeden Fall cool. So eine kleine Bergspitze. Hier hinten müssen wir natürlich wieder in die Gyrosphäre irgendwie reinkommen. Also in die Station. Das heißt, hier hinten müssen wir eigentlich wieder so ein bisschen... So ein bisschen zumindest abflachen. Versuchen wir mal hier so einen guten Übergang zu machen, dass es nicht zu steil ist. Genau, und hier in der Mitte könnten wir dann schon mal einmal anheben, dass wir hier so ein bisschen die Bergoptik kriegen. Wir müssen halt jetzt einen guten Kompromiss finden. Zwischen Strecke nicht zu steil und nicht zu krass und guter Bergoptik. Das ist gerade alles ein wenig schwierig. Das sieht aber gar nicht schlecht aus von der Distanz hier. So, genau. Route bearbeiten. Dann könnte man hier lang fahren. Boah, das wird echt richtig, richtig schwierig. Weil für eine vernünftige Strecke muss ich halt wieder echt viel abglätten. Boah, das ist echt doof. Und für Wasser muss ich auch nochmal abglätten, ne? Ja, sieht schon schön bergig aus, wenn ich das so mache, wie ich es jetzt mache. Ja, muss ich nur durchziehen. Wasserbereiche sind halt auch doof, die kann ich halt auch nicht auf Schrägen bauen. Deswegen müssen wir auch da uns was einfallen lassen. Vielleicht könnte ich hier mal einen hinmachen. So, und dann können wir nämlich hier nochmal ein bisschen überglätten. Das Ganze ein wenig gerader wird. Gott, ey, die Gäste kriegen halt echt Schiss dann, hier runter zu plumpsen, glaube ich. Das geht noch, oder? Ich glaube, das ist noch nicht zu steil. Oh shit, ey. Stell mal vor, du rollst hier mit der Kugel runter, so. Niu. Und dann zack auf die Menschen da unten. Ei, ei, ei. Ich weiß nicht, ob ich da vor Schiss hätte. Aber ich meine, wir können hier auch mit Mauern und so arbeiten. Oder Zäunen, so zur Sicherheit. Dann wird das, glaube ich, gehen. Müssen wir erstmal gucken, dass wir hier Wasserbereiche unterkriegen. Wo
Problem ist auch, wir brauchen ein paar mehr Wasserbereiche für so viele Dinosaurier später. Da haben wir uns jetzt nochmal was vorgenommen. Das wird nochmal richtig, richtig knifflig werden. Ich würde ja auch einfach gerne hier auf der Schräge langfahren mit der Dingens, Biosphäre, aber ich glaube, das wäre ganz schön uncool. Hauptsache, wir kriegen echt einen guten Kompromiss hin, würde ich sagen. Zwischen Realismus und Sicherheit und bergiger Landschaft. Machen wir mal so. Haben wir schon mal unser erstes Wasserbecken sozusagen. Hier kommt dann Futterspender hin. Je nachdem, was für Dinos wir dann hier hin machen. Wobei, ich würde schon fast sagen, dass wir hier auf jeden Fall einen großen Pflanzenfresser-Futterspender hinmachen. Und auch einen kleinen, ne? Den können wir vielleicht hier auf die andere Seite machen. Irgendwo hier hin. Schauen wir mal. Sonst nochmal anheben, so ein bisschen. Genau, machen wir so. Und dann kann hier ein kleiner Pflanzenfresser-Futterspender hin. Dann will ich wieder anfangen, dahinter auf jeden Fall das bergiger zu machen. Es geht schon wieder sau viel Bergoptik verloren, ne? Aber das hier hinten, das hilft schon enorm, dass es bergig aussieht. Ach, ich muss ja auch noch hier den Rückweg bedenken. Oh nein. Das ist halt echt kritisch. Ich muss eigentlich rein theoretisch gerade den Rück- und den Hinweg gleichzeitig bauen. Also ich muss ja hier hin. Also ich muss da hinten gleich noch Platz einrechnen. Wir können hier aber noch ein ganzes Stück höher gehen mit dem Berg. Und das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Wenn ich hier nochmal Bäume hinmache, zum Beispiel drauf, dann wird das auch alles noch bergiger aussehen und höher, Leute. Das wird, glaube ich, nochmal helfen. Weil die Bäume sind natürlich auch nochmal ein Stückchen hoch. Und wenn ich jetzt hier ordentlich vollklatsche, schauen wir mal von der Entferne. Jo, definitiv. Also das sieht halt nochmal alles ein bisschen höher aus. Und hügeliger mit Bäumen. Wir dürfen natürlich alles nicht so krass vollklatschen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Aber zumindest so ein bisschen. Wir müssen halt dann mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht so. Dann hier mal so eine Grasfläche hin. Hier unten noch den einen oder anderen Baum. Muss halt so aussehen, dass es natürlich ist. Hier wird auch schwierig an den Schrägen, ob wir hier alles bewalden und so. Aber im Prinzip können wir halt an diesen Schrägen nicht viel machen. Also das wird ganz, ganz viel ausprobieren und ein bisschen Bäume hinmachen, ein bisschen Bäume entfernen und so. Da werde ich ganz viel von rausschneiden. Aber die Optik hier sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Wir können ja mal eben ein Stückchen fahren. Ach, kann ich gar nicht, wenn die Route nicht vervollständigt ist. Verbinden wir die mal eben. So, und jetzt fahren wir mal ein Stück. Tada, kann man nicht sogar in die... Genau, wir können auch in die Ego-Perspektive. Rechts wäre dann halt natürlich ein Zaun da, wo die Tore jetzt sind. Fährt man hier lang. Sieht doch schon ganz ordentlich aus. Kommt man hier lang. Eventuell sind dann hier schon die ein oder anderen Dinos. Das müssen wir dann schauen. Genau, hier sieht das auch alles ordentlich aus. Worauf ich gerade am meisten ein bisschen achte, ist, dass es rechts nicht zu steil ist. Ich meine, hier ist es schon krass steil, ne? Wenn ich jetzt loslasse die Tasten, rolle ich auch runter. Das ist halt nicht so nice. Deswegen muss hier bei solchen Stellen auf jeden Fall noch irgendwie... Wobei die Aussicht echt schön ist, ne? Wenn ich hier die Bäume sogar noch wegmachen würde. Guck mal. Oh nein, Kugel. Da, es passiert schon das, was ich befürchtet habe. Was ist denn, wenn ich hier zum Beispiel die Bäume wegmache? Nicht weiterrollen. Nein, aus. Schaut mal. Oh mein Gott, ist das schön. Okay, die Aussicht ist awesome. Also ich darf nicht alles so sehr bewalden. Aber das sieht echt nice aus gerade, oder? Ach, gefällt mir. So, und dann, also hier müssen wir aber halt irgendwie noch eine Lösung finden, dass es nicht so steil ist. Dann fährt man hier lang, am Wasser und sowas. Das müssen wir dann später fertig bauen. Und natürlich dann hier hinten der Rückweg, den schauen wir auch schon mal eben einmal an. Wenn wir schon dabei sind, dass da nicht alles zu steil ist. Ja, da haben wir dann hier... Oh, das geht alles klar eigentlich.
Ja, das ist alles in Ordnung hier. Hier ist nicht zu steil. Bei der anderen, also bei dem Hinweg ist mir die eine Stelle nur zu steil. Aber da hat man halt so eine schöne Aussicht. Da muss ich vielleicht auch mal gucken. Weil wenn ich jetzt vor diese schöne Aussicht einen Zaun setze, also genau hier vorne, dann ist auch doof, ne? Dann hat man nämlich die Aussicht nicht mehr. Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiterbauen mit dem Wald und sowas, müssen wir erstmal den Zaun natürlich bauen, weil der Wald wird ja von dem Zaun dann im Endeffekt wieder auch beeinträchtigt. Und deswegen macht es Sinn, den Zaun halt zuerst zu bauen. Hier müssen wir anfangen, oben bei der Station. Und dann gucken wir mal, dass wir den Zaun jetzt erstmal komplett einmal außenrum da bauen. Entweder wir gehen jetzt... Ja, es macht eigentlich fast Sinn, dass wir hier direkt an den Weg gehen. Nochmal so. Und einmal so. Dann haben wir schon mal einen dicken Steinzaun. Hier hinten müssen wir auch einen Zaun machen. Also hier so am Wegrand entlang, logischerweise. Aber den machen wir später. Der ist gerade noch nicht so wichtig. Ansonsten machen wir hier diesen mitteldicken Zaun. Dass es jetzt hier mega gut aussieht mit dem Zaun, ist auch nicht so wichtig. Weil wir einfach hier viel noch bewalden werden. Dann wird man das nicht mehr so genau sehen. Wir müssen jetzt erstmal ungefähr den Zaun hier entlang ziehen. Frage ist, wo wollen wir denn hin? Wir wollen eigentlich hier hinten hin, ne? Das heißt, wir wollen am besten möglichst schnell an die Einschienenbahn daran, an die Säulen von der Einschienenbahn. So. Und so. Und dann können wir nämlich anhand oder an den Säulen entlang bauen. Hier mit dem Zaun. Am besten mit dem gleichen Abstand. Das ist gerade gar nicht so einfach einzuschätzen von hier oben. Wird auch nicht ganz perfekt klappen. So. Sieht aber schon ganz gut aus. Hier müssen wir vermutlich dann nochmal den Punkt neu setzen. Also so haben wir schon mal eine Zaunverbindung auf jeden Fall geschaffen. Das heißt, wir haben schon mal das halbe Gehege abgedeckt mit Zaun. Einfach weil wir fast unseren kompletten Zaun nutzen, den wir schon gebaut hatten. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und jetzt kommt halt wieder Wald. Jetzt müssen wir gucken, dass der Wald und die Bäume mitspielen, dass es gut aussieht. Also hier zwischen auf jeden Fall definitiv ganz viel Wald. Hier unten auch. Und dann hoffen wir mal, dass der Zaun relativ gut verdeckt wird. Hier muss ich aufpassen. Hier wollte ich ja an sich die schöne Aussicht beibehalten. Frage ist nur, in welchem Grad ist das possible? Also so reicht hier eigentlich schon, wenn man so runter gucken kann. Dann können wir hier eigentlich so die Baumreihe runter machen. So, ich habe hier nochmal das Ganze ein bisschen überarbeitet mit der Strecke. Jetzt ist es auch nicht mehr so steil und sollte soweit eigentlich ganz gut passen. Sieht das von Weitem aus? Aber mit dieser Lücke hier drin sieht das schon ein bisschen seltsam aus, ne? Vielleicht sollten wir da doch noch den einen oder anderen Baum zwischenpacken. Sieht sonst sehr künstlich aus, diese Lücke. Ich meine, man kann ja auch durch den einen oder anderen Baum durchschauen. Man muss ja nicht alles mega dicht bewalden. So, ich denke mal, wenn wir das so machen, sieht das natürlicher aus. Und die Aussicht kann man auch noch genießen. Ich kann gerade die Kamera nicht weiter runterdrehen, aber so ein bisschen Aussicht hat man dann auch noch. Sieht dann vom Weiten wahrscheinlich ein bisschen besser aus, ne? Ja, definitiv. Hier hinter das Stück müssen wir auch noch alles ein wenig bewalden. Zumindest so, dass es etwas realistischer aussieht. Echt schade, dass wir nur Bäume als Deko-Elemente haben. Ich hätte ja auch gern so ein paar Felsen und so untergebracht. Das wäre echt cool gewesen. Hier hinter können wir auch alles mit Wald dicht klatschen. Hier können wir absolut nichts draus machen. Ich will eigentlich hier auch relativ schnell nach unten gehen, dass wir so viel Gehegefläche wie möglich rausholen auf der Schräge. Ich baue hier einfach mal random lang. Das wird ja später hoffentlich einigermaßen versteckt sein hier. Deswegen brauche ich mir nicht ganz so viel Mühe geben. So, erstmal.
Boah, das wird ein riesiges Gehege, Leute. Schaut mal. Also es erstreckt sich halt über den gesamten Berg. Ich habe nur Sorge, dass wir hier nicht genug Futterspender und so hinbekommen. Das wäre echt doof. Und die Strecke hier durchzuführen, vernünftig, wird auch super, super schwierig. Aber der Bereich hier vorne sieht ja schon mal ganz cool aus. Der gefällt mir. Überall Wald hinmachen, dass alles schön verwuchert aussieht. Okay, so ein bisschen habe ich den Berg noch angepasst. Sieht alles noch einigermaßen bergig aus. Natürlich jetzt nicht mehr ganz so krass bergig. Aber wir können ja auch noch hier zwischen vielleicht noch ein bisschen anheben und so. Zwischen den beiden Strecken. Ich muss jetzt aber erstmal wieder die Strecke bearbeiten. Weil ich will die jetzt da lang führen, wo sie dann am Ende auch entlang laufen soll. Hier natürlich am Rand, möglichst nah, aber auch nicht zu steil. Das ist echt doof, dass man mit der Kamera... Ich kann nicht weiter runtergehen als so. Dadurch kann ich echt schlecht gucken. Weil hier ist es schon fast zu steil. Hier bin ich schon ein bisschen zu sehr an den Rand gegangen, glaube ich. Sollte ich mich ein wenig fernhalten. Nicht, dass wir hier das Problem kriegen. Ja, die Kurve war schlecht. So, super. Dann müssen wir gucken, dass wir hier nach unten kommen. Und dann... Ja, hier unten der Bereich wird auch wieder super, super schwierig. Also das ist jetzt hier wirklich viel ausprobieren und senken und anpassen. Kriege ich auch wieder... Ey, guck mal, ich habe hier gerade den Bereich geschaffen. Habe versucht, hier gute Übergänge zu machen. Wollte ja hier Wasser hinmachen. Geht gar nichts. Ey, das ist... Also, keine Ahnung, ey, das ist so schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Sowas zu gestalten, ja. Schade, durchs Wasser kann man halt auch nicht fahren. Das ist auch doof. Da müssen wir ja schon fast hier am Rand entlang. Na komm, gib mir den Einrastpunkt. Machen wir mal so. Und dann hier am Rand entlang. Und dann irgendwie will ich hier eigentlich nach oben. Das ist der Plan. Aber das soll halt noch gut aussehen von der Strecke und relativ gerade sein. Hier oben geht's sogar. Also die Steile geht klar. Hier geht's klar. Hier geht's auch noch klar. Hier ist vielleicht ein bisschen abtrünnig, aber wenn wir... Wir können halt zur Not halt echt mal ein Zaunstück dahin machen. Das macht nichts. Kriegen wir denn hier noch eigentlich Wasser hin? Wieso geht denn hier jetzt eigentlich kein Wasser mehr hin? Ach doch, geht. Okay. Zumindest ein bisschen mehr. Wir haben halt wirklich nur zwei Trinkbereiche, ne? Eins und zwei. Noch einen weiteren kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Wir könnten natürlich hier noch auf das Stück gehen. Aber wir müssen irgendwo auch unser Hotel noch unterbringen, ne? Boah. Das ist wirklich, wirklich schwierig hier. Aber erstmal müssen wir uns jetzt hier rum kümmern, dass die Strecke hier vernünftig verläuft. Boah, das wird schon ein cooler Berg werden, glaube ich. Sieht schon nice aus. Sieht auch bergig aus, also das Ziel haben wir definitiv erreicht, dass es bergig aussieht. Aber ich würde sagen, das Ganze werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich glaube, die Folge ist relativ lang, ich kann es sehr, sehr schlecht einschätzen. Wir machen jetzt noch eben die Namen von den Agrokantos und dann soll es das hier für die Folge gewesen sein. So, ich habe die Kommentare mir alle durchgelesen. Ihr habt wieder richtig, richtig viele und tolle Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben und habe mich mega gefreut. Ich wollte die Entscheidung, welchen Namen wir für die beiden jetzt nehmen, nicht selber treffen. Deswegen habe ich das Ganze ausgelost. Die beiden machen hier gerade komische Sachen mit der Wand. Genau, ich habe es ausgelost. Und ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr schöne Kommentare hier bekommen. Was machen die denn da? Die sind mega synchron gerade unterwegs. Machen die gerade irgendwie eine Choreografie für euch? Ich glaube schon. So, jetzt bin ich voll aus dem Konzept. Genau, ich habe die ausgelost. Wir haben sehr, sehr schöne Namen bekommen. Und ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Der Grüne hier vorne, der hat den Namen Dania bekommen. Dania hat einfach, glaube ich, in die Kommentare geschrieben, dass sie gerne der grüne Agrokanto sein möchte. Oder er gerne. Ich weiß nicht, ob du ein er oder eine sie bist. Klingt ein bisschen weiblich. Du heißt bei YouTube Dania Rex. Ich habe einfach mal Dania genommen, weil Rex passt jetzt nicht so gut zu einem Agro. Und der andere Agro, der hat den Namen Dragonfly bekommen. Ich glaube, das war von Katie oder sowas. Vielen, vielen Dank für die tollen Namensvorschläge. Ihr seid beide in meinem Park verewigt. Als richtig, richtig tolle Fleischfresser. Und jetzt gucken wir nochmal eben, wie Dania sich hier die Ziege snackt. Guten Appetit. Ich wünsche euch viel Spaß in eurem Gehege. Ich hoffe, ihr versteht euch gut.
Und für diese Folge haben wir leider keine neuen Dinosaurier ausgebrütet. Wir haben auch gar nicht so viel geschafft, aber das ist halt eine sehr frickelige Angelegenheit hier mit dem Berg, weil das, ihr seht ja, mit dem Erhöhen, mit dem Senken, mit der Strecke, dass die einigermaßen gerade verläuft und so, das ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit. Die werden wir beim nächsten Mal hoffentlich fertig machen, diesen Berg, das große Berggehege. Aber ich brauche trotzdem in den Kommentaren unbedingt eure Hilfe. Ich brauche schon mal Dinosaurier, die wir später in dieses riesige Gehege reinpacken können. Ihr könnt wirklich richtig viele Dinos in die Kommentare schreiben, weil ihr seht ja, wie groß das Gehege ist. Also da werden wir mit Sicherheit 25 Dinosaurier oder so reinstecken, denke ich mal. Also locker, oder? Ja doch, 25, ein paar kleine, ein paar große. Wird ein Pflanzenfresser-Gehege, also bitte nur Pflanzenfresser in die Kommentare schreiben. Wir müssen mal gucken, ob wir hier noch mehr Fleischfresser in den Park hinbekommen. Wahrscheinlich eher nicht, aber das ist ja auch nicht schlimm. Dann haben wir halt mal 1, 2, 3 Gehege, die etwas kleiner sind. 4 sogar, 4. Und ein riesiges Gehege. Ist für einen Park ja jetzt auch nicht so verkehrt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir helft, das Gehege mit Dinosauriern zu füllen. Schreibt auf jeden Fall mal ein paar Dinosaurier-Vorschläge in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.